Eine 24-Stunden-Überwachung wäre denkbar, kostet aber. Nachts müssen Sie ihn ja nicht überwachen. Da ist er meistens zu Hause. Es geht mir darum, was er an der Uni so treibt. Ein angenehmer Leben. Haben Sie sich Ihr Leben so eingerichtet? Ich kenne Frauen, die bereuen es inzwischen, die Wahrheit erfahren zu haben. Es gibt dann keinen Weg mehr zurück. Das mag sein. Aber ich will die Wahrheit. Ich war schon auf dem Weg in den Urlaub, als mich dein Anruf ereilte. Urlaub? Was ist das? Sehr witzig. Was treibst du eigentlich hier? Blow Up. Ferkel. Ich meine den Film. Antonioni. Ich habe den Mord quasi dokumentiert. Hat sie was gesehen? Nein. Sie hatte die Augen geschlossen. Sie kam wohl gerade. Keine Details, aber weg. Sie heißt Ramona Lee. Hat wohl bei ihm studiert. Die andere Frau auf den Fotos ist Kaisers Assistentin, Frau Dr. Kohlmann. Die Spurensicherung sagt, dass... Ich lese deinen Bericht, danke. Anna, so kenne ich dich gar nicht. Brauchst wirklich Urlaub? Oh ja. Aber der ist jetzt gestrichen, jetzt zu dir. Warum machst du Fotos? Weshalb? Marie Kaiser hatte den Verdacht, dass ihr Gatte es mit der ehelichen Treue nicht so genau nimmt. Aha. Und gerade als der Privatdetektiv abdrückt, geschieht ein Mord. Anna, ich war's aber nicht. Wer weiß? Vielleicht bist du Komplize in einem Mordkomplott, vielleicht ohne es zu wissen. Anna, Frau Kaiser wollte, dass ich die ähnliche Treue... Gib mir mal die Adresse von deiner Marie Kaiser. Ich will dabei sein, wenn sie es erfährt. Oh nein, du gibst mir die Adresse. Die Hausnummer 123 kommt nicht mehr. Verdammte Scheiße, die Ratte Wilsberg hat uns die falsche Adresse gegeben. Haben Sie die Fotos? Das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Im Film kommt immer die Polizei, um solche Nachrichten zu überbringen. Im richtigen Leben eigentlich auch. Nur die ermittelnde Kommissarin ist leider verhindert. Na warte, Kirk. Na warte. Frau Schickermann, der Laden ist geschlossen. Wieso? Du bist doch da. Ja, nein, der Laden öffnet immer erst mittags. Kein Wunder, dass hier alles in Bach runtergeht bei der Arbeitsmoral. Wir waren früher schon bei so einem Aufrank auf dem Bein. Ja, sehen Sie mich nicht so an, das ist ja nicht meiner. Naja, man darf dem Nachbarn gern die Blumen gießen. Aber wenn ich mal was brauche... Bitte. Ich hatte gehofft, Sie bringen gute Nachrichten. Was wäre eine gute Nachricht gewesen? Dass ich die Einzige bin. Er war in den ersten Jahren ein guter Ehemann. Überhaupt ein guter Mensch. Haben leider nicht alle so gesehen. Irgendwann hat er mehr Zeit an der Uni verbracht als zu Hause. Vielleicht habe ich auch zu sehr geklammert. Wer könnte denn Interesse daran haben? Niemand. Vielleicht ein Ehemann einer seiner... Geliebten? Sprechen Sie es ruhig aus. Kollegen. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Nein. Müssen Sie schon los? Ja, leider. Kann ich hinten raus? Sag, was du suchst, Ida. Mein Schwager kommt zu Besuch und ich habe gedacht, ich suche ihm ein Lexikon mit Masse Mathe. Was für eine Mathe? Alter Münsteraner Dialekt, hat mein Vater noch gesprochen. War eine alte Händler- und Gaunersprache und dein Vater war beides. Habt ihr sowas? Ich schau mal.
verkaufte Strego. Kuranter Tokus. Muss ich das verstehen? Sind das jetzt Freudentränen? Ja? Sind wir jetzt endlich am Ziel? Das sollte ich dich fragen. Ich habe keinen Krüppelbonus, Herr Kollege. Sie sollten sich was schämen, ja? Der Professor ist gerade ermordet worden und Sie zanken sich um seine Nachfolge. Pietätlos nenne ich sowas. Was ist denn hier los? Professor Kaiser ist erschossen worden. Sein Büro. Der Kaiser? Erschossen, weiß man, wer es war? Das kann nicht sein. Ich habe doch gestern noch... Das Büro ist versiegelt. Das heißt, da kann man jetzt nicht rein? Genau das geht nicht. Da sind wichtige Sachen von mir drin. Meine Habilitationsschrift ist da drin. Sorgen Sie dafür, dass Kaisers Büro wieder zugänglich wird. Ja. Sorgen Sie mal dafür. Tun Sie mal irgendwas Vernünftiges, anstatt hier rumzuflennen. Kann jemand von euch Maselmatte? Nee. Paar Wörter. Kuranta Tokus? Ja. Ja, und? Sag ich dir, wenn du fertig bist mit Einräumen. Ich sag dir auch mal was. Ich hab's satt, dich ständig vertreten zu müssen. Gestern ist meine gesamte Mittagspause draufgegangen. Haben Beamte nicht immer Mittagspause? Ein guter Witz. Da kenne ich auch einen. Also, passt auf, treffen sich zwei Beamte auf dem Flur. Heike, hör auf. Na, endlich. Wurde ja auch mal Zeit. Der entwendete Brief, tolle Geschichte. Was? Poe. Ah, Poe der Bär. Irre witzig. Eine betrogene Ehefrau rächt sich an ihrem Mann. Dazu muss man kein Oberstaatsanwalt sein, um sich daraus eine erstklassige Mordanklage zu bauen. Georg, Frau Kaiser hat dich engagiert, damit du ihr ein Alibi beschaffst. Aber Alex, das wäre doch blöd. Sie zahlt mir Geld, ich fotografiere die letzten Minuten ihres Mannes. Damit hat sie noch immer kein Alibi. Nein, aber das macht sie zu einer glaubwürdigen Witwe. Alex. Und wie sieht sie aus? Brünett? Alex. Schlank, elegant? Dein Beuteschema? Alex. Was denn? Hallo. Tag. Frau Springer hat mich ins Präsidium bestellt. Denkt sie auch, ich hätte? Sie sind die klassische WMM. Witwe mit Motiv. Ach so. Was soll ich tun? Sie dürfen auf keinen Fall allein aussagen. Sie müssen einen Anwalt mitnehmen. Ich kenne keinen Anwalt. Darf ich vorstellen? Alex Holtkamp, Ihre Anwältin. Hättest mich wenigstens mal fragen können. Wenn es so ernst ist, wie Sie sagen, sollte dann nicht auch die Auswahl meines Anwaltes sorgfältig geprüft werden? Sie ist die Beste, die Sie finden können. Sie ist wirklich gut. Außerdem bin ich auch noch da. Er war auch mal ein guter Anwalt. Sie waren? Er hat seine Zulassung verloren. Er ist ein absolutes Dreamteam. Da bin ich aber froh, dass Sie kommen und nicht Ihre Kollegin Springer. Mir fehlt das nötige Feingefühl, das können Sie gerne ausrichten. Ja, ich werde es weiter sagen. Käffchen? Gerne. Für mich ist der Professor nicht tot, wissen Sie? Für mich sind die Menschen erst tot, wenn man sie vergisst. Milch? Ja, danke. Haben Sie denn schon den Mörder? Oder einen Verdacht? Leider nicht. Die Studenten haben ihn geliebt. Ja, offensichtlich. Dummerweise wurden sie dabei unterbrochen. Da kann ja der Professor nichts dafür. Wissen Sie, die jungen Mädchen, die haben sich ihm regelrecht an die Brust geworfen. Ja, und er hat sie an dieselbe gegriffen. Ihnen auch. Das war rein platonisch. Professionell. Der Professor hat immer gesagt, Frau Holtkrebe, wenn ich Sie hier nicht hätte, dann... Wie hat er sich denn mit seinem Kollegen Professor Warnhold verstanden? Professor Warnhold, da sage ich nichts. Das ist auch mein Chef, wissen Sie. Tina Zweierherrn, wenn Sie verstehen. Naja, aber mal unter uns. Also, Professor Warnhold hat Kaisers Beschäftigung mit Geheimsprachen als Orchideenforschung bezeichnet. Dabei hat Kaiser sogar geholfen, Stasi-Akten zu dekodieren. In Berlin bei der Börtler-Behörde. Das ist doch alles andere als nutzlos, oder? Ja. Dann haben sich beide auch auf dieselbe Dekanstelle beworben. Und wir wissen ja, wie die Männer sind. Dann hat der eine mit dem anderen. Morgen. Morgen. Müssen wir die Hausarbeiten jetzt eigentlich noch schreiben? Jetzt, wo der Natürlich, alles bleibt, wie es war.
Ja, die Semesterarbeit wird entweder von Frau Dr. Kohlmann oder von Dr. Haus benotet. Und was mit den Hausarbeiten, die der Professor schon benotet hat, die liegen doch noch in seinem Büro. Kann man da ran? Vorläufig erstmal nicht. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Professor Kaiser war wohl nicht leicht zu beeindrucken. Ist das Masse-Mathe? Mhm. Sieht schwer aus. Vielleicht hatten es nur die Studenten mit den großen Ohren. Das ist eine Unverschämtheit. Wo finde ich den Dr. Haus? Hier, gleich das nächste Zimmer. Dr. Haus? Genau der. Aber bitte keine blöden Kommentare wegen der Namensgleichheit mit diesem Fernsehdoktor. Ich gebe schon ein bisschen länger als den. Ich habe gar keinen Fernseher. Er spricht für Sie. Womit kann ich dienen? Mein Name ist Wilsberg. Georg Wilsberg. Ach. Dann sind Sie die Münsteraner Antwort auf Miss Marple? Marie hat mir von Ihnen erzählt. Gerade mit ihr telefoniert, um mir mein Beileid zu bekunden. Ja, gaffen Sie nur. Meine Eltern gehörten auch zu den Trotteln, die dachten, Schluckimpfung ist grausam. Kinderlähmung süß. Tut mir leid. Wofür? Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. In 5 Minuten fängt meine Vorlesung an. Können Sie mir sagen, wie Ihr Verhältnis zu Kaiser war? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Warum nicht? Um Sie was zu verbergen? Kaiser war mein Doktorvater. Ich war kurz davor, bei ihm zu habilitieren. Es geht um eine Übersicht der Geheimsprachen, insbesondere Masse-Mathe. Moloch mir am Tokus, Schoffel Mispel. Dich verkose mal zucklich am Ende. Maschmau. Du palaverst Masse-Mathe? Naja, mehr ist es eigentlich nicht. Wo waren Sie denn zur Tatzeit? Wann hat denn der Kaiser abgedankt? 9.48 Uhr. Ich war um 10 mit Viola verabredet. Wir wollten fachübergreifendes Seminar besprechen. Und? Sie kam wie immer 5 Minuten zu spät. Das Gespräch kam dann nicht mehr richtig in Gang, weil... Weil bekannt wurde, dass Kaiser umgebracht wurde. Die Rehabilitation können Sie ja jetzt vergessen. Es wird schwer, einen neuen Professor zu finden. Einen, der sich auskennt mit meinem Thema. Zum Glück hat der Kaiser die Erstkorrektur schon gemacht. Sind Sie dieser Wilsberg? In persona. Dann haben Sie die Fotos von mir und Kaiser gemacht. Du hast dich mal wieder rangelassen? Wie nett von dir. Sie müssen die Fotos vernichten. Tut mir leid, die Kripo hat die Kamera beschlagnahmt. Immerhin ist sie da in sicheren Händen, nicht wahr? Oder etwa nicht? Halt die Klappe! Sie besorgen mir die Fotos jedenfalls. Schauen wir mal. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Tag. Wir kennen uns nicht. Wieso? Frau Dr. Kohlmann, wie Sie wissen, übernehme ich wieder die Leitung des Fachbereichs. Kommen Sie heute noch in mein Büro, damit wir die Vorlesungen der nächsten Tage planen. Ja, in Ordnung. Übrigens, den oberen Knopf können Sie gerne schließen. Bei mir werden Sie nach Leistung in Forschung und Lehre bewertet, nicht nach Oberweite. Professor Warnhold? Ja, mein neuer Chef. Kaiser war Chef des Instituts. Ja, Warnhold ist vor 2 Jahren zurückgetreten. Warum? Keine Ahnung, das war vor meiner Zeit. Aber warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil ich so ein charmanter Kerl bin. Warnhold hat also keinen Grund, seinen Konkurrenten auszuschalten. Kaiser hätte Warnhold töten müssen. Andersherum macht es keinen Sinn. Warum macht so eine intelligente Frau wie Sie sowas mit? Diese Grabschereien. Kaiser wollte mir helfen, eine C4-Professur in Leipzig zu bekommen. Was hätte ich denn tun sollen? Zur Frauenbeauftragten gehen, die Professur einklagen, den Typen fertig machen. Aha. Und dann? Kaiser hätte im besten Fall eine Abmahnung bekommen und ich eine Versetzung ins Archiv. Okay, überzeugt. Sie waren gezwungen, sich begraben zu lassen. Ich hab's eben gemacht wie bei den Bruno-Affen. Da legen sich die Weibchen auf den Rücken und lassen sich vögeln, wenn die Männchen aggressiv werden. Jetzt gucken Sie doch nicht entsetzt. Sie wissen doch, gute Mädchen kommen in den Himmel. Und Sie sind ein böses Mädchen. Ich hab Kaiser nicht ermordet. Wo waren Sie denn, als er erschossen wurde? Das fragen Sie mich. Sie haben mich doch fotografiert. Aber danach. Dr. Haus sagt, zur Verabredung sind Sie zu spät gekommen. Genug Zeit, um ihn zu töten? Das ist absurd. Ich war in meinem Büro. Gibt's dafür Zeugen? Wegen Grabschereien bringt man noch lange niemanden um. Sie haben doch jetzt die Qual der Wahl. Eine freie Professur hier, eine in Leipzig. Dr. Haus wird Kaisers Nachfolger. Der ist noch nicht habilitiert, im Gegensatz zu Ihnen. Aber so gut wie. Aber das alles ist im Moment zweitrangig. Ach. Bitte. Bitte, ich muss die Fotos haben. Mein Mann lässt sich scheiden, wenn er davon erfährt.
Mann, Georg. Männer haben grundsätzlich ein miserables Timing. Tut mir leid. Wollen Sie überhaupt aussagen? Natürlich. Ich habe nichts zu verbergen. Und Sie bleiben bei der Version von gestern? Das ist die Wahrheit. Gut, dann erzählen Sie sie genauso. Versuchen Sie, keine Abweichung zuzulassen und vermeiden Sie unnötige Ausschmückung. Und wenn Sie unsicher sind, erbitten Sie eine Auszeit. Keine Antwort ist besser als eine falsche. Bisher ist das nur eine Zeugenbefragung. Da sind Sie zur Wahrheit verpflichtet. Als Beschuldigte dürfen Sie die Aussage verweigern. Sollte das eintreten, muss Frau Springer Ihnen das mitteilen. Dann mal los. Ich möchte das hinter mich bringen. Frau Kaiser, besitzen Sie eigentlich eine Waffe? Alex, was soll denn das? Antworten Sie mir bitte. Nein, natürlich nicht. Tut mir leid. Aber es ist, wie ich gesagt habe, Frau Holtkamp ist immer so gründlich. Wir haben eigentlich keine Delegation einbestellt. Bitte sehr. Ich vertrete Frau Kaiser. Sie sollte sich besser die Beine vertreten. Aber Overbeck, sie ist Anwältin. Und der da? Ich bin ihr juristischer Berater. So, so. Wenn du mir noch einmal eine falsche Adresse gibst, dann... 31. Oktober, 11.30 Uhr, Vernehmung der Zeugin Marie Kaiser im Mordfall Günther Kaiser. Sie waren also die zweite Ehefrau von Günther Kaiser. Wissen Sie was von seiner ersten? Nein, ich habe sie nur einmal gesehen vor Jahren. Ich kannte nur Daniel, den Sohn aus dieser Verbindung. Haben Sie Kontakt zu ihm? Hat dem Mann ein Testament hinterlassen? Ich denke schon. Sie müssen sich also um Ihre finanzielle Zukunft keine Sorgen machen. Fangen wir hier an, meiner Mandantin irgendetwas zu unterstellen? Ich habe noch nicht mit dem Notar gesprochen. Nächste Frage, bitte. Wussten Sie von den Eskapaden Ihres Mannes? Nein. Lauter, bitte. Ich hatte eine Ahnung. Wussten Sie es oder wussten Sie es nicht? Nein. Aber wir wissen, dass Ihr Mann Sie nicht nur mit einer Studentin betrogen hat. Anna, ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Dich habe ich auch nicht gefragt. Haben Sie auch jemanden kennengelernt? Nein, das habe ich nicht. Wo waren Sie zur Tatzeit? Anna, du machst es dir wieder mal sehr, sehr einfach. Also? Ich war mit Bruno am Aasee. Wer ist jetzt bitte Bruno? Moment mal, sie wurde als Zeugin geladen. Jetzt gilt sie schon als Beschuldigte. Wir brechen hier ab. Eine Frage noch. Wir gehen. Du gehst. Frau Kaiser, bleib. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Schluss! Ich danke Ihnen, Herr Wilsberg. Ich glaube, ich komme jetzt allein zurecht. Sie haben mich für eine Woche bezahlt. Ich habe nur ein paar Tage für Sie gearbeitet. Das geht schon in Ordnung. Und Sie schicken die Rechnung? Auf Wiedersehen, Herr Wilsberg. Jetzt fang bloß keinen Streit an. Hey, Kindergeburtstag? Viel schlimmer. Ich habe meiner Nachbarin Frau Schickermann das Masse-Mathe-Lexikon geliefert und schnapp saß ich in der Falle. Ihr schied dir recht, hast du sowieso zu billig verkauft. Georg, da saßen gerade 1000 Jahre Krankengeschichte und ich durfte noch alle nach Hause fahren. Das macht dir doch nichts aus, oder, Ecki? 10 Touren, über ganz Münster verteilt. Wusstest du eigentlich, dass Germanistik zu 80% von Frauen studiert wird? Wen interessiert das denn? Du kannst für mich das recherchieren an der Uni, undercover. Wann denn? Ich arbeite übrigens auch noch, schon vergessen. Ecki, ich brauche deine Hilfe. Alex hat gesagt, Marie Kaiser ist es gewesen. Marie hat überhaupt keinen Vorteil durch den Tod ihres Mannes. Ja, wer sonst? Dr. Haus wird seine Professur erben. Aber wie soll er die Tat begangen haben? Der ist behindert. Wie, so wie der im Fernsehen? Quatsch! Ja, und sonst? Die zweite Assistentin, Dr. Kohlmann, ist Dr. Haus Alibi und lässt sich von Kaiser begrapschen, angeblich um ihre Stelle zu sichern. Auf mich macht sie einen sehr ehrgeizigen Eindruck. Und dann bleibt da noch Professor Warnhold. Ich kenne den. Ich zermarter mir die ganze Zeit das Gehirn, aber der Name sagt mir nichts. Ja, daran wird sich heute auch nichts mehr ändern. Kommst du mit ins Kino? Die zeigen heute Peeping Tom. Das wäre doch was für dich, oder? Geh lieber früh schlafen. Du hörst morgen deutsche Kurzepik des späten Mittelalters, die Spur von Liebe und Gewalt, 7 Uhr. Bei der Uhrzeit sehe ich keine Spur von Liebe. Dann lieber Paradigmen der Literatur des Biedermeier, 9 Uhr. Das macht ja auch dieser Warnhold. Eben. 9 Uhr ST. Sine tempore. Schon klar. Sie haben Dieter Mertens.
dachte ich es mir doch, dass du noch drauf kommst. An der Uni weiß niemand von meiner Vergangenheit. Deshalb habe ich auch den Namen meiner Frau angenommen. Und Dieter Mertens war Geschichte. Ich wollte dieses Kapitel ein für alle Mal beenden. Tut mir leid, dass ich mich nie mehr gemeldet habe. Ich war noch nie der beste Freund meiner ehemaligen Mandanten. Vor allem nicht, wenn es Mitglieder einer terroristischen Vereinigung waren. Mitläufer, das habe ich amtlich dank deiner Hilfe. Ich erinnere mich noch an dein Plädoyer. Dann war der Spuk endlich vorbei. Wie lebt sich's denn so? Du warst ein verflucht guter Anwalt. Ja, war. Und wie war Kaiser? Eitel, unbelehrbar, charismatisch. Anscheinend hat er polarisiert. Die Sekretärin fand ihn herausragend. Aha. Kaiser wusste im Grunde, dass er unkündbar ist. So hat er sich verhalten. Warum hat ihn keine der Frauen angezeigt? Ach komm. Wir leben im 21. Jahrhundert. Hat Clinton das Oral Office geschadet? Männer bewundern Männer für ihr Testosteron. Viola Kohlmann. Die fand ihn nicht so beeindruckend. Die hohe Arbeitslosigkeit unter Germanisten arbeitet zu jemand wie Kaiser natürlich zu. Viola wollte über Kaiser einen Job. Ist das wahrscheinlich? Nein, das ist naiv. Ich sag's dir ehrlich, Kaiser ist kein Verlust für die Uni, weder fachlich noch menschlich. Zahlen bitte. Ja. Ich bin's, Marie Kaiser. Da sind Geräusche im Haus. Ich hab Angst. Wo sind Sie? Vor dem Haus auf der Straße. Warten Sie dort, ich komme. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ist alles in Ordnung? Ja. Geben Sie mir einen Schlüssel. Was? Was wollen Sie denn? Daniel, wieso hast du denn nicht angerufen? Wenn Sie froh, dass Frau Kaiser die Polizei nicht gerufen hat. Das ist das Haus meines Vaters, ich habe die Schlüssel. Dann geben Sie mal her. Den Schlüssel. Suchst du eigentlich? Das Testament liegt beim Notar und die Sparbücher liegen im Safe. Es gehört mir. Also hol ich's mir auch. Daniel einen guten Start nach seiner Promotion garantieren. Aber als Günther herausfand, dass Daniel schon seit 8 Jahren promoviert und nicht fertig wird, hat er ihm das Geld vorenthalten. Also kein gutes Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Daniel sollte immer Günthers Erwartungen entsprechen und hat es nie geschafft. Sag mal, ist das normal, dass der so kläfft? Das ist der Hund der Nachbarn. Ich fühle mich viel sicherer, seit Sie da sind. Geh dann mal. Können Sie nicht draußen mal nachschauen? Daniel wird bestimmt heute nicht wiederkommen. Bitte bleiben Sie. Haben Sie eine Taschenlampe? Du, das ist ein Wieso, der schreit mich nicht so an! Halt die Fresse! Oh Mann! Vielen Dank für deinen Anruf. Der Dicke hätte mich fast erwischt. Warum hast du mich denn nicht angerufen?
Wie denn? Zieh mich da bloß nicht mehr rein. Verehrte, Sie hängen da genauso drin wie ich. Ich hänge in gar nichts drin. Ich habe den jungen Kaiser kennengelernt. Daniel, Sohn aus erster Ehe. Guck doch mal nach, ob du über den was rausfindest. Bist du in London? Quatsch. Ist Radio, ein Hörspiel. Edgar Wallace. Guck doch mal ins Vorlesungsverzeichnis. Ich weiß nicht, wo das morgen stattfindet. Das habe ich bei dir liegen lassen. Sehe ich hier auch nicht. Hast du irgendwo anders liegen lassen? Tschüss, Ecki. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich kann nicht schlafen. Ich auch nicht. Darf ich? Bitte. Das komische Platz, hier allein zu sein. Stört Sie doch nicht, wenn ich hier bei Ihnen bleibe. Zahl mich ja. Sie bleiben hier, ja? Ja. Sine tempore. Barnard schießt die Tür ab, wenn man zu spät kommt. Ich dachte, Vorlesungen fangen immer später an. Wenn überhaupt. Dann heißt es CT, cum tempore. Das akademische Viertel. Ja, und sine tempore heißt pünktlich. Bist du überhaupt Student? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Zweiter Bildungsweg. Ich musste vorher arbeiten, um die Studiengebühren zu... Gehen wir was trinken? Einen Kaffee? Aber du zahlst. Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Heiß. Und wie fühlen Sie sich nach so einer Nacht auf dem Sessel? Ich könnte Bäume ausreißen, vorausgesetzt ein Sturm hat Sie vor Augen geknickt. Kann ich hier irgendwo duschen? Also, womit überrascht du mich jetzt? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ich ermittle privat. Ah, so nennt man das jetzt. Früher nannte man das Anbagger. Meine Detektei hat den Auftrag, den Mörder von Professor Kaiser zu finden. Ja, ich will auch, dass das Schwein gefasst wird. Ja, besonders gründlicher Detektiv scheinst du ja nicht zu sein. Du weißt nicht, wer ich bin. Oder? Ich war die Letzte, die Professor Kaiser gesehen hat. Lebend gesehen hat, meine ich. Ach so, dann bist du die mit dem, ja. Der Kaiser in ja. Seinem Büro? Privatermittler. Das Hemd. Die Knöpfe. Mein lieber Overbeck, wenn man Ihre Brusthaarperücke sehen soll, dann müssen die drei oberen Knöpfe geöffnet sein. Das war ein Scherz, Overbeck. Was soll das werden? CSI oder was? Sie waren mit einem gewissen Bruno am Aasee spazieren? Ja. Und dieser Bruno ist der Alibi. Es hat uns doch sicher jemand Gassi gehen sehen. Bruno ist ein Hund?
kann meine Socken nicht finden. Was? Meine Socken. Ich habe ihn gebeten, hier zu übernachten, weil gestern eingebrochen wurde. Ach, und warum erfahre ich davon erst jetzt? Weil es kein Einbruch war. Es war Daniel Kaiser, der Sohn aus erster Ehe. Und der hatte einen Schlüssel zum Haus. Weißt du, wie du mir vorkommst? Nein, aber du wirst es mir sicher gleich sagen, obwohl ich es nicht hören will. Wie ein dirty old man. Anna, mit Eifersucht kommen wir auch nicht weiter. Chef? Ich hab ihn. Jetzt schauen Sie nicht so. Ich dachte, es sieht dumm aus, wenn ich sage, dass ich zur Tatzeit allein war. Soll ich Ihnen sagen, was noch viel dümmer aussieht? Bei einer Lüge erwischt zu werden. Tut mir leid. Der Hund des Nachbarn. Ist doch klar, dass das rauskommt. Oh. Wahrscheinlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was mich in den nächsten Jahren täglich erwartet. Wollen wir uns nicht duzen? Nach der gemeinsam verbrachten Nacht? Marie. Wo ist denn ihr für kleine Jungs? Georg? Es ist nicht meine Art, gleich zu Männern aufs Sofa zu steigen. Beim nächsten Mal schmeiße ich dich runter. Du warst nicht zu Hause, da dachte ich, ich schaue mal bei Frau Kaiser vorbei. Jetzt würde ich ihn gern umbringen, meinen Mann. Oder sagt man Ex-Mann? Jetzt weiß ich meine Mutter, meine Freunde, die Nachbarn. Jetzt wird jedes Einkaufen zum Spießrutenlauf. Ich werde eine einstweilige Verfügung beantragen. Die werden kein einziges Foto mehr veröffentlichen. Wie viel kannst du denn bei den Zeitungsfritzen rausschlagen? 3000 Euro aufwärts. Du hast den Auftrag. Hast du bei ihr übernachtet? Pass auf den Verkehr auf. Du hast. Ja, aber ist nichts gelaufen. Sie hatte nur Angst, wollte nicht allein bleiben. Mensch, Georg, eine intime Beziehung zwischen dir und ihr würde unsere Rechtsposition schwächen. Sehr schön formuliert. Haben wir aber nicht. Also ich meine, wir haben unsere Rechtsposition nicht geschwächt. Sie steht unter Tatverdacht, unter dringendem Tatverdacht. Aber nur, weil Anna keinen Plan hat, wo sie suchen soll. Mach dich doch nicht lächerlich. Der Einzige, der ihr Alibi wirklich bezeugen kann, ist dein Hund. Dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, sei Sünde. Der Hund ist mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Franz von Assisi. Mhm. Und du dackelst ihr nach wie ein treuer Köter. Mensch, als ihre Anwältin solltest du auf ihrer Seite stehen. Als ihre Ex-Anwältin, aber nicht. Warnholf war übrigens auch mal eine kleine Berühmtheit, 85. Er war angeklagt, mit einer radikalen Gruppe ein Waffendepot überfallen zu haben. Wachmann wurde dabei erschossen. Warnholf war bei der RAF? Damals hieß er noch Dieter Merkens. Woher weißt du denn das? Ich habe ihn verteidigt. Ach Gott, sag nicht, du hast ihn da rausgehauen. Der radikale Kern der Roten Zellen hat ihn als Bauernopfer benutzt. Ich konnte nachweisen, dass er nicht da war. Dann hast du ja tatsächlich im Leben mal was Gutes bewirkt. Wie viel hat die Zeitung für das Foto bezahlt? Nun markier hier mal nicht den starken Mann. Wer sagt mir denn, dass nicht du die Bilder an die Zeitung verkauft hast? Wie denn? Sie haben seine Kamera beschlagnahmt. Schon vergessen? Er hätte Kopien machen können. Na, wie denn das? Zweite Speicherkarte. Ich weiß nicht mal, wie man das buchstabiert. Ja, schon gut, schon gut. Ich werde die Angelegenheit mit aller Härte verfolgen. Zufrieden? Na? Wie war die Vorlesung? Sinne temporé. Hast du wieder verschlafen? Ach, Ramona war auch zu spät und deshalb haben wir... Was? Geredet. Schön für euch. Sag mal, die Ramona, die unter Kaiser gelegen hat? Ja. Ecki. Sie will mir bei den Ermittlungen helfen, schon aus eigenem Interesse. Georg, die hat heißes Blut. Die mag Abenteuer. Ecki, jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Was hat ein Finanzamt mit Abenteuer zu tun? Wahrscheinlich hast du erzählt, du bist Privatdetektiv und mit den Ermittlungen beauftragt. Ramona ist vor 3 Wochen in Flagranti erwischt worden mit Kaiser. Von Marie. Ja.
Das hat sie dir nicht erzählt, oder? Das war also der Grund, warum du dich engagiert hast. Günther hatte mir versprochen, mit Ramona Schluss zu machen. Und ich habe ihm nicht mehr vertraut, diesem Schwein. Marie, du hast mich angelogen. Georg, als ich dich engagiert habe, warst du nur ein einfacher Privatdetektiv für mich, dem ich keine privaten Einzelheiten erzählen wollte. Hätte ich gewusst, dass Günther ermordet wird, dann... Ja? Ich wurde von Anfang an verdächtigt. Ich wollte nicht noch Öl ins Feuer gießen. Aber dass Ramona irgendwann quatschen wird, das hättest du dir doch denken können. Daran siehst du doch, wie schlecht ich lüge. Ich habe ihn nicht ermordet. Wir müssen es Anna sagen, bevor sie von selbst drauf kommt. Sonst landest du in U-Haft. Kaiser? Guten Tag, ich möchte gerne Herrn Wilsberg sprechen. Ja, Moment bitte. Für dich. Wilsberg. Der Assistent hat mir gesagt, wo ich Sie finden kann. Und weiter? Ich habe Informationen für Sie, die Sie sehr interessieren werden. Na ja, raus damit. Ich erwarte Sie in einer halben Stunde am Fenner-Moor. Von dort geht in nördlicher Richtung ein Fußweg, dem folgen Sie. Der Knabe sprach, der König lief. Sie müssen Wilsberg sein. Wer will das wissen? Kohlmann. Ich bin der Ehemann von Viola Kohlmann. So was geht man gern mal in den Knast. Ey, Moment mal, wohin gehen Sie? Ich will mit Ihnen reden. Aber ich nicht mit Ihnen. Ich will die Fotos, sofort. Und deshalb haben Sie mich hier rausbestellt? Sie dürfen die Fotos nicht veröffentlichen. Ich zeig's dir an. Bitte, Herr Wilsberg, bitte. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ja, doch, es... Ich liebe meine Frau. Weshalb sollte ich Ihnen die Fotos geben? Viola hätte uns das nicht antun dürfen. Sie meinen, sie hätte Ihnen das nicht antun dürfen? Sie hat mir alles gestanden. Die sexuelle Belästigung von Kaiser... Wie war es für Sie, als Kaiser Ihrer Frau helfen wollte, die Professur in Leipzig zu bekommen? Naja, ich bin nach Leipzig gefahren und habe Erkundigungen eingeholt. Und die Professur hat es gar nicht gegeben? Doch. Aber Kaiser hat sich nicht für meine Frau verwendet. Die Professur war längst an einen Kollegen aus Hamburg vergeben. Weshalb haben Sie ihr das nicht gesagt? Es ist der Bote, der für die schlechte Nachricht bestraft wird. Und Sie wäre früher oder später selbst draufgekommen? Naja, ich brauchte ja nur abzuwarten. Und Sie hätten dann den verständnisvollen Ehemann gemimt? Sind Sie verheiratet? Nein. Dann richten Sie nicht über mich. In der Liebe und im Krieg wird scharf geschossen. Wo waren Sie zur Tatzeit? Am Bahnhof. Meine Sekretärin hat mich abgeholt. Ich war auf einer Messe.
Vom Bahnhof bis zur Uni ist nicht so weit. Wo bewahren Sie Ihr Gewehr auf? Alles nach Vorschrift. Die trage ich immer bei mir. Gibt's einen zweiten? Zu Hause am Schlüsselbrett. Kommen Sie, was wollen Sie für die Fotos? Die Fotos sind bei der Polizei. Gegen die Zeitung läuft eine einstweilige Verfügung. Ich weiß allerdings nicht, ob die sich dran halten wird. Sex sells. Der Ersatzschlüssel ist weg. Wir waren in letzter Zeit in Ihrer Wohnung. Außer unserer Putzfrau niemand. Ich habe ein kleines Essen gegeben vor 6 Wochen. Ich hatte Geburtstag. Bin für ein paar Leute aus dem Institut. Ach, Kaiser? Marie? Ja, Dr. Haus, Warnhold, Frau Holtkrebe. Ich dachte, ich tue mal was fürs Betriebsklima. Könnte jemand von denen gewusst haben, dass der Schlüssel zum Gewehrschrank gehört? Naja, mein Mann hat sich lang und breit über sein Hobby ausgelassen. Schießen Sie eigentlich auch? Ich war mal ostwestfälische Jugendmeisterin. Könnte ich wohl einen Schluck Wasser haben? Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Dr. Haus? Es hält sich in Grenzen. Weshalb haben Sie ihn dann angerufen gestern um 23.42 Uhr? Ziemlich spät, oder? Es ging um eine Vorlesung. Quatsch. Kaiser hat Sie verarscht mit der Leipziger Professur. Wann haben Sie es rausgefunden? Ich war dort nach Günthers Tod. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind keine Frau, die sich monatelang begrapschen lässt, ohne fadenscheinige Versprechungen nachzuprüfen. Sie haben es früher rausgefunden. Irgendwann hatten Sie Ihre Wut nicht mehr unter Kontrolle und da liegen aber noch ein paar Welten zwischen Wut und Mord. Eine Frage des Charakters. Glaub mir, ich wollte seine Ehe nicht zerstören. Aber auf ihn eingelassen hast du dich. Er könnte dein Vater sein. Du weißt doch gar nicht, was für einen Eindruck er auf Frauen gemacht hat. Mann mit so einem starken Intellekt. Na dann? Ja, bei dir kann ich mich einfach entspannen. Du bist so erfrischend einfach. Vielen Dank auch. So habe ich es auch gar nicht gemeint. Günther hat mir wirklich was bedeutet. Dann bist du nicht nur mit ihm... Um bessere Noten zu bekommen? Ach Quatsch, das habe ich doch gar nicht nötig. Außerdem hätte ich mich dann an Barnold dran machen müssen, weil der hat ja die ganzen Seminare und Vorlesungen gemacht. Günther hat ja nur noch geforscht. Kanntest du eigentlich seinen Sohn, diesen Daniel? Ja. Ich kannte Daniel sogar schon vor seinem Vater. Ach nee. Der war voller Minderwertigkeitskomplexe, weil sein Vater erfolgreicher war als er. Ja, nicht ganz so unrecht. Wenn er ihm sogar die Freundin ausspannt. Glaubst du, war das Daniel? Ja, wenn nicht der Erste, der aus Eifersucht. Entschuldigung, bitte sehr. Nicht der Letzte. Bitte schön. Danke sehr. Ja. Georg, ich bin's, Ecki. Hätte ich mir fast denken können. Was willst du nun? Du glaubst nicht, was ich gerade erfahren habe. Ramona war auch mal mit Daniel zusammen. Doch dann hat der alte Kaiser... seinem eigenen Sohn die Freundin ausgespannt. Find das kein Grund, das durchzudrehen. Ödipus lässt grüßen. Ja, grüß auch schön. Ich muss auflegen. Wieso? Was machst du denn? Was denn noch? Georg, es ist wieder jemand im Haus. Ich habe Angst. Ich habe eine bewusstlose Frau gefunden. Hast du was erkennen können? Nein, ich habe nur eine schwarze Gestalt gesehen, die schnell auf mich zukam. Könnte es Daniel gewesen sein? Es ging alles zu schnell. Jetzt erhole ich erst mal.
Ich hole dich morgen aus dem Krankenhaus ab. Ich habe die Polizei verständigt. Sie müssen noch am Tatort warten. Marie Kaiser eingebrochen. Erst erschießen sie ihren Vater, weil er ihn die Freundin ausgespannt hat. Und dann schlagen sie Marie Kaiser nieder, um sich Dinge zu holen, die ihnen gar nicht zustehen. Glauben Sie, sie kommen damit durch? Dass sie mir alles zutrauen? Ich rufe die Polizei. Nicht nötig. Hallo, hier ist Daniel Kaiser, Schillerstraße 24. In meiner Wohnung ist ein Einbrecher. Nein, er ist noch hier. Möchten Sie vielleicht auch irgendwas dazu sagen? Du kannst Daniel Kaiser nicht laufen lassen. Er hat möglicherweise seinen Vater getötet und beinahe Marie umgebracht. Ach ja, Marie Kaiser. Die lächelt ein wenig und macht auch hilfsbedürftig. Und schon knallen bei unserem Alpha-Bärchen die Sicherungen durch. Sag mal, bist du denn blind? Hausfriedensbruch, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Nötigung, Behinderung polizeilicher Ermittlungen. Dich sollte ich in Haft nehmen lassen. Und wenn du nicht sofort aufhörst, Unsinn zu verzapfen, dann mache ich das auch. Ich verlange Polizeischutz für Marie. Und ich das 14. Monatsgehalt. Raus jetzt! Was sollen die Blumen denn sagen? Ihre Blumen können sprechen. War nur ein Witz. Sind für eine Frau, die im Moment eine Menge durchmachen muss. Mit Ihnen? War doch auch nur ein Witz. Ich habe eine Idee, lassen Sie mich mal machen. Ein echter Kavalier. Blender. Ich glaube nicht, dass er sich von den Ermittlungen fernhält. Nein. Er kann nur vom Glück sagen, dass Daniel Kaiser seine Anzeige zurückgezogen hat. Ich verstehe nicht, was die Kaiser an ihm finden. Wenn er wenigstens erfolgreich wäre. Sie wissen, wie ich persönlich zu Herrn Wilsberg stehe, also halten Sie sich diesbezüglich zurück. Das ist ja gerade das Problem. Dem Auge sind Sie blind. Sie bleiben hier. Zur Rückraumdeckung. Ich habe Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Frau Springer angestrengt, weil sie Daniel Kaiser entlassen hat, obwohl er dich fast umgebracht hat. Georg, das ist ein Missverständnis. Daniel kann die Aktien nicht gestohlen haben. Ich habe sie ihm vorgestern vorbeigebracht. Das Geld war doch ohnehin für ihn bestimmt. So kann er sich jetzt wenigstens voll auf seine Promotion konzentrieren und vielleicht endlich seine Arbeit abschließen. Außerdem hat Daniel Kaiser für den Zeitpunkt des Mordes sowie für die gestrige Nacht ein stichfestes Alibi. Zum Tathergang, Frau Kaiser. Ich habe ein Geräusch gehört, dachte, es ist Herr Wilsberg. Plötzlich hat sich eine schwarze Gestalt auf mich gestürzt und mich niedergeschlagen. Aber Herr Wilsberg hat Sie doch hier gefunden. Hat der Täter Sie hier hingelegt? Nein, ich habe versucht zu fliehen. So, so. Wer sagt mir denn, dass es den Einbrecher wirklich gegeben hat? Vielleicht haben Sie sich den Schlag selbst verpasst. Anna, das ist doch Quatsch. Die kann sich doch nicht so heftig auf den Hinterkopf schlagen, dass sie davon bewusstlos wird. Ich habe schon Pferde kotzen sehen, kurz vor der Apotheke. So blöd kann doch niemand sein. Oh doch, Georg. Oh doch. Oh, Scheiße.
Als typisch gilt die Flucht ins Idyll und ins Private. Insofern ist der Schüttelreim eine Form der Subversion in dieser Zeit der Restauration. Es gibt ganze Bücher in Schüttelreimform, zum Beispiel Versionen von Goethes Faust oder einen Opernführer. Jetzt noch ein Beispiel. Hallo, Sie? Hallo, jemand zu Hause? Ja. Kommen Sie bitte nach vorn. Können Sie kurz zusammenfassen, was wir in den letzten 10 Minuten behandelt haben? Klar, Germanistik. Geht's ein wenig genauer? Ja. Die subversive Kraft des Schüttelreims im ausgehenden Biedermeier. Sehr gut. Dann können Sie uns sicher sagen, was ein Schüttelreim ist. Klar. Zahlst du mir auch sehr viel Geld? Ich gehe nicht weg aus Bielefeld. Damit würden Sie uns einen großen Gefallen tun. Sich selbst übrigens auch. Danke, setzen Sie sich. Frau Lieck, können Sie uns sagen, was ein Schüttelreim ist? Die Anfangsbuchstaben der letzten beiden Wörter in der ersten Zeile werden in der nächsten vertauscht. Sehr gut. Haben Sie ein Beispiel? Aus des toten Recken Hose wuchs eine kecke Heckenrose. Die schlechtesten Schüttelreime sind die, die gar keine sind. Gute Schüttelreime zeichnen sich dadurch aus, dass sie sauber geschüttelt sind. Ach nee. Die ganze Nacht habe ich mir den Scherum-Schuge gemacht. Hast du was gefunden? Auf dem. Dein Mann hat diese Semesterarbeit auf meiner Matte unter dem Ordner Warnhold abgelegt. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Der Letzte, der sich für Geheimsprachen interessiert, ist Warnhold. Immerhin hat dein Mann sich mit seinem Wissen aufs Vaterland verdient gemacht. Biedlerbehörde, oder? Ja, und wahrscheinlich auch der Mitarbeiterin. Wusstest du, dass Warnhold in seinen jungen Jahren RAF-Sympathisant war? Warnhold? Das glaube ich nicht. Und dein Mann? Gibt's da vielleicht irgendeine Verbindung? Nee, Günther war nicht politisch. Naja, war die RAF politisch. Warum ist Warnhold von der Leitung des Instituts zurückgetreten? Ich habe keine Ahnung. Marie, wenn du dich hier nicht mehr wohlfühlst, dann könnte ich dir anbieten, bei mir zu Hause... Georg. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber danke. Naja, du kannst mich ja jederzeit anrufen. Dieter? Ja, das ist ja ein Zufall. Naja, Frau Holtgräber hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Mir mein Arzt verordnet. Früher habe ich ja eher mit Churchill gehalten. No sports. Naja, ich bin ja früher selbst gern gejoggt, aber du weißt ja, lange Geschichte. Sag mal, das hier ist der Text, den Kaiser seinen Studenten als Semesterarbeit gegeben hat. Er war auf seinem Computer in einem Ordner unter deinem Namen abgespeichert. Sonst nichts? Nein. Hast also keine Erklärung dafür, warum der Text unter deinem Namen abgespeichert war? Ich halte nichts von Kaisers Hobby. Die Germanistik braucht eine breitere Ausrichtung, das habe ich ihm auch gesagt. Wie hat er darauf reagiert? Gar nicht. Warum bist du vor 2 Jahren von der Leitung des Instituts zurückgetreten? Gesundheitliche Gründe. Ist nicht förderlich für die Karriere, wenn man schon mal einen Herzinfarkt hatte. Und hat Kaiser davon gewusst? Ihm konnte ich nichts vormachen. Er wusste, wie sehr er an diesem Posten hing. Aha. Als Institutsleiter hast du Einfluss auf die Lehre der Kollegen. Kannst Schwerpunkte setzen und fördern oder den Geldhahn zudrehen. Und nun konnte er dich disziplinieren. Mein Gott, ich war sehr krank.
Wollte mein Leben nicht verlieren. Aber ausgerechnet Kaiser hat dich das nicht gewurmt? Tja, nach allem, was ich durchgemacht habe, damals vor Gericht. Ich hätte beinahe alle meine Bürgerrechte verloren. Jedenfalls meine Zukunft. Das Einzige, was mir wirklich noch nahe gegangen ist, ist der Tod meiner Frau. Bei Kaiser wurde wieder eingebrochen. Marie wurde niedergeschlagen. Hast du eine Idee, was ein Einbrecher gesucht haben könnte? Nee. Georg, sei vorsichtig. Die Leute reden dummes Zeug. Was denn für dummes Zeug? Es hat die Runde gemacht, dass du bei ihr übernachtet hast. Und jeder weiß, wie sehr Kaiser sie gedemütigt hat. Das hat sie nicht verdient. Ich habe jetzt keine Zeit. Wiedersehen, Herr Wilsberg. Sie hatten aber Zeit, vor 3 Tagen in Marie Kaisers Garten rumzuschleichen, nachts. Und rumzuerzählen, dass ich auch da war. Sie blöffen. Soll ich mal telefonieren? Nein. Ich weiß sogar, wer angerufen hat. Viola Kohlmann. Was wollen Sie von mir? Das ist die Semesterarbeit. Ich muss wissen, was dieser Text bedeutet. Dieser Text wimmelt nur so von Wortneuschöpfung. Wenn man so Mathe alt ist, gibt es zum Beispiel keine Bezeichnung für Brille. Deswegen müssten Sie Neologismen bilden. Augen? Matze Becker. Fahrrad? Leze. Brille? Matze Beckers Leze. Das Augenfahrrad, gut. Da brauchen Sie Tage, wenn nicht Wochen, um das zu entschlüsseln. Der Intellekt eines Germanisten tut sich oft schwer mit Masamatte. Dabei ist es eine ganz einfache Sprache gewesen. Die Sprache von gesetzesuntreuen Gaunern, dem fahrenden Volk. Ist doch genau Ihr Milieu. Was haben Sie bei Marie Kaiser gewollt? Übernehmen Sie sich nicht, Wilsberg. Sie können mir nichts. Ich dachte, Sie suchen Ihre Habilitationsschrift. Wo war Warnhold eigentlich, als Kaiser erschossen wurde? Warnhold hat eine Vorlesung gegeben im Hörsaal. Kann das jemand bezeugen? Um die 150 Studenten. Willst du eine Anwesenheitsliste? Kannst du da rankommen? Ich habe meine Quellen. Marie Kaiser, hallo? Hallo. 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 Gut, dass du da bist. Hallo? Wer war das? Alex. Ah, sehr gut. Hey. Hey, gib her. Hallo? Alex? Ja. Hallo? Das ist ja gar nicht Alex. Jetzt ist Schluss mit der Telefonie. Hallo? Das war ja gar nicht Alex. Du wiederholst dich. Marie Kaiser, unsere WMM. Verstehe. Du verstehst überhaupt nichts. Ich habe bei Kaiser einen Text gefunden, in Masamatte. Muss jemand finden, der den übersetzt. Klar, hat er sonst nichts Besseres zu tun. Eben. Na Jungs, was geht ab? Alex. Und, Maries Unschuld schon bewiesen? Weshalb hast du nur Marie Kaiser auf der Pfanne? Was ist denn mit Kohlmann? Der hat ein Gewehr und kann schießen. Alex. Und das Motiv? Die Hörner, die Kaiser ihm aufgesetzt hat. Wäre total bescheuert, wenn er mit der Mordwaffe auf dich schießt. Kaffee? Ja. Ja. Oder rettungslos rachsüchtig. Diese Kugel hier, die musst du dringend zur Polizei bringen. Wieso ich? Weil ich Anna im Moment nicht sehen will. Das ist ja wohl eher umgekehrt. Was ist denn mit Warnhold? Der hat Kaiser nicht gemocht. Ja, so wie alle anderen auch, aber der hat kein Motiv. Wasserdichtes Alibi. Der hat zur Tatzeit eine Vorlesung vor 150 Studenten gehalten. Was ist, wenn er zwischendurch raus ist? Woher soll ich denn das wissen? Mensch, prüf das doch mal nach. Und überprüf auch die Steuererklärung von den anderen. Warum? Al Capone hat man auch nur wegen Steuerhinterziehung drangekriegt. Gute Idee. Was ist denn mit Viola Kohlmann? Die hat herausgefunden, dass Kaiser sie belogen hat und dass die Grabschereien vergeblich waren. Steht nämlich heute in der Zeitung. Ich habe heute meinen freien Tag. Haben Sie wieder ein Auto erschossen? Tut mir leid. Ich habe dieses Fax hier vergessen. Ich fahre gerade Überstunden ab, deswegen... Kommen Sie auf den Punkt. Kaffee? Gern. Professor Kaiser hat der Kohlmann bei der Professur nicht geholfen. Er hat sie einfach nur verarscht. Warum sind Frauen so dumm?
Erklären Sie mir die Welt, Overbeck. Hätte Viola Kohlmann Zeit gehabt, den Mord zu begehen? Immerhin hat Wilsberg sie kurz vor der Tat fotografiert. Spinnst du? Du kannst auch Viola Kohlmann nicht so ans Messer liefern. Du kannst doch nicht einfach hier auftauchen und Sturm läuten. Mutterkomplex oder was? Weißt du, was bei Kohlmanns los ist? Der Mann dreht völlig durch. Halt dich doch da raus, geht dich nichts an. Das geht mich nichts an, das sind meine Fotos. Die Fotos hat ein Labormitarbeiter an die Zeitung weitergegeben. Der Mann ist fristlos gefeuert. Zufrieden? Nein. Den Namen wissen Sie nicht von uns, den haben Sie von dir. Sag mal, spinnst du? Ruf dann nochmal! Ist ja gut. Ich hab den Namen nicht weitergegeben. Kohlmann hat auf mich geschossen. Schlecht gezielt. Das ist eine Kugel aus Kohlmanns Gewehr. Prüf nach, ob sie aus demselben Gewehr stammt, mit dem auf Kaiser geschossen wurde. Ich habe heute frei. Bring sie doch ins Labor. Blöde Kuh. Das habe ich gehört. Wann hat Kohlmann auf dich geschossen? Vor 2 Tagen. Ja, und warum bringst du die Kugel erst jetzt? Ich nenne das Unterschlagung von Beweismitteln. Fang doch endlich mal wieder an, deinen Kopf zu benutzen. Aber dasselbe gilt doch auch für dich. Marie hat ihren Mann nicht erschossen. Du findest sie nur verdächtig, weil ich sie sympathisch finde. Haut doch ab! Alle beide! Ich rufe die 110! Ach, verdammt doch mal, ich bin die 110! Man sieht ja gar nichts. Overbeck. Sie können jetzt gehen. Ist die Kugel aus Kohlmanns Gewehr? Das will und darf ich Ihnen nicht sagen. Es handelt sich um polizeiliche Ermittlungen. Immerhin habe ich Ihnen die Kugel gebracht. Fingerabdrücken, Sie Amateur. Haben Sie was mit ihr? Wer? Sie. Mit wem? Mit ihr. Wer ihr? Ihre Chefin. Nee. Gut. Ich habe die Fotos nicht weitergegeben. Wir haben sich scheiden lassen. Tut mir leid. Glauben Sie, er hat Kaiser erschossen? Mein Mann? Er ist so viel zu feige für sowas. Der kommt bestimmt zurück, wenn sich die Wogen erstmal geglättet haben. Wissen Sie, wie viele Frauen Germanistik studieren? Und wie viele Lehrstühle von Frauen besetzt werden, die in der Zeitung als Professoren plädiert stehen? Was ist mit Ihnen und Dr. Haus? Wissen Sie, dass er bei Marie spioniert hat? Der hat mir eingeredet, dass wir da beide mit drin hängen. Ich wegen meiner vermasselten Professur und er wegen irgendeinem Text, der bei Kaiser im Büro lag. Sie haben ihn beide gehasst. Haben Sie Rachepläne geschmiedet? Ja, aber das war nur in der ersten Rage. Das ist lang vorbei. Ich habe einen Freund in der Bürtlerbehörde in Berlin. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht mal schauen kann, was Kaiser da so gemacht hat. Jetzt mach's nicht so spannend. Es ist spannend, Georg. Laut Registratur hat sich Kaiser mit den Verhören beschäftigt, die mit denen in die DDR geflüchteten RAF-Terroristen geführt wurden. Ja, es gibt sogar eine Akte, die sich mit diesem Überfall auf das Waffendepot beschäftigt und mit dem Mord an dem Wachmann. Und? Die Akte ist verschwunden. Und das ist merkwürdig, die Bürtlerbehörde gibt keine Akten raus, man kann sie dort lediglich einsehen. Du meinst, Kaiser hat die Akte gestohlen, aber warum? Was, wenn in der Akte was über Warnhold stand? Der war doch damals unschuldig. Vielleicht hast du dich geirrt. Wie geirrt? Was ist, wenn Warnhold schuldig war und den Wachmann bei dem Überfall erschossen hat? Stellst du etwa meine Urteilsfähigkeit in Frage? Wenn die Akte das beweist, Georg, dann hätte Kaiser ihn damit erpressen können. Nein, das heißt, wenn die Akte das beweist, dann habe ich damals Scheiße gebaut. Komm, jeder kann sich mal irren. Ach, das ist doch Blödsinn. Erstens, Farnhold kann Kaiser nicht erschossen haben, der war zur Tatzeit in der Vorlesung. Und zweitens, seit wann arbeitest du gegen mich? Erstens hätte Farnhold die Vorlesung für einen Moment verlassen können und zweitens arbeite ich nicht gegen dich. Ich stehe hinter dir. Naja, hoffentlich nicht, um mir in den Rücken zu fallen. Schönen Tag noch.
fällt Ihnen denn ein? Keine Sorge. Ich habe keinen Ihrer Liebesbriefe an Kaiser gefunden. Ich werde die Polizei anrufen. Die wird sich vor allem dafür interessieren, dass Sie Viola Kohlmanns Namen an die Presse weitergegeben haben. Der Journalist hat gesagt, er sei Polizist. Das haben Sie ja auch gesagt. Das habe ich nicht gesagt, das haben Sie geglaubt. Violas Mann will sich scheiden lassen. Tut mir leid. Ist auch das Mindeste. Ich habe mich nicht befummeln lassen. Wundert mich nicht. Hast du die Übersetzung? Nee, leider nicht. Aber Ramona und ich haben rausgefunden, dass Warnold den Raum hier tatsächlich für ein paar Minuten verlassen hat. Das können mehrere Studenten bestätigen. So, so. Ramona und du? Ja, also höchstens fünf. Dann lass uns mal überprüfen, ob die Zeit gereicht hätte, um Kaiser ins Jenseits zu befördern. Das brauchen wir nicht. Der Raum da ist nur von hier zu betreten. Der führt nirgendwo hin. Bitte. Das ist eine Überraschung. Wollen Sie doch noch in die Fußstapfen Ihres Vaters treten? Nein, ich habe nur Unterlagen gesucht. Von Ihrem Vater? Nein, meine. Suchen Sie immer noch ein Motiv, um mir den Mord anzuhängen? Oder sind Sie einfach nur sauer, weil Sie bei Marie nicht landen können? Richtig. Die hilft Ihnen jetzt, durchs Leben zu kommen. Ich habe mein Studium aufgegeben. Ich werde meine Doktorarbeit nicht mehr schreiben. Brauchen Sie jetzt auch nicht mehr. Das Geld Ihres Vaters haben Sie ja schon. Meinen Sie das hier? Ja. Ich will das Geld nicht. Wissen Sie was? Ich gehe jetzt zu Marie und bringe es ihr zurück. Ich verstehe nicht, was Ramona an dem gut fand. Ich verstehe nicht, was sie an seinem Alten gut fand. Siehst du, Georg, wenn Warnold nicht mit Harry Potter verwandt war, dann kann er nicht der Täter sein. Ja. Wäre ja auch so einfach gewesen. Wir müssen noch mal an diesen Text ran, und zwar mit dem richtigen Experten. Mensch, du bist doch an der Uni, kümmer dich doch mal drum. Und vergiss diese Steuererklärung nicht. Ja. Verzeihung. Ich will dich nicht stören. Marie! Ich bin Damenbesuch einfach nicht gewöhnt. Ich weiß nicht, wie ich den morgigen Tag überstehen soll. Alle haben sein Foto in der Zeitung gesehen. Ist ja egal, was alle anderen denken. Ich will nicht, dass er so in Erinnerung bleibt. Es gab auch gute Zeiten mit ihm. Du meinst, bevor er angefangen hat, dich zu betrügen? Du weißt doch überhaupt nicht, wie das ist, verheiratet zu sein. Da geht es erstmal um die Ehe und dann um die eigene Eitelkeit. Georg, ich will nicht wieder zurück in das leere Haus. Ich kenne halt das kleine Hotel in der Nähe. Ich kann ja auch hier auf dem Sofa schlafen. Das ist ja mal interessant. Talgötter? Da bist du ja. In 15 Minuten am Hafen? Kann ich mich zu dir legen? Nicht so, wie du denkst. Ich möchte nur, dass du mich einfach in den Arm nimmst. Schön hier. Finde ich auch. Bitte. Danke. Orantazokus. Apropos, ich habe hier so einen Text auf Masematte, aber ich finde niemanden, der ihn übersetzen kann. Zeig mal her. Moment, jetzt muss ich dich testen. Was heißt denn nun Curanta Tokus?
bin wohl ein bisschen zu jung für dich, was? Oh, jetzt sei nicht so. Ich muss dich warnen. Beziehungen zu älteren Herrschaften sind riskant. Entweder sie sind so umtrieben wie Kaiser oder sie kriegen Herzinfarkt wie Barnhold. Barnhold Herzinfarkt? So ein Quatsch, wer erzählt denn sowas? Ja, er selber. Deshalb hat er doch damals seinen Leitungsposten an Kaiser abgegeben. Das kann nicht sein, das hätte Günther mir gesagt. Ja, wenn es kein Herzinfarkt war, wieso ist er dann von der Institutsleitung zurückgetreten? Ja, du bist doch der Ermittler. Zeig mal, was du drauf hast. Überrasch mich. Und geh endlich mal ans Telefon. Okay, vielleicht habe ich etwas vorschnelle Schlüsse gezogen, aber du sagst doch selbst, man sollte keine Spur außer Acht lassen. Georg. Na gut, du willst es nicht anders. Ich komme heute Abend bei dir vorbei. Bis dann. Alex. Marie? Wollen Sie? Darf ich reinkommen? Nein. Ich habe mit Marie gesprochen. Sie hat gesagt, dass Sie in Kaisers Arbeitszimmer rumgeschnüffelt haben. Ah ja, hat sie das? Nicht ganz freiwillig. Aber auch ich weiß, wie man mit Frauen umgehen muss. Trotz. Oder vielleicht gerade wegen dem hier. Jetzt kommen Sie mal zur Sache. Wer mag schon Krüppel? Die Frage muss eher heißen, wer mag schon Arschlöcher? Wie Sie wissen, habilitiere ich mit einem Lexikon über Geheimsprachen. Ich weiß, ich habe die Druckfahnen gefunden, wird als Buch erscheinen. Wo? Neumann Verlag. Wo Sie die Druckfahnen gefunden haben? Beim Rumschnüffeln. Und wo ist meine Arbeit jetzt? Hier, bei mir. Das ist mein geistiges Eigentum, rücken Sie es raus. Wilsberg. Ja? Ah, ist ja sehr interessant. Danke, Ecki. So, ich muss jetzt los. Wann soll ich wiederkommen? Heute Abend zum Beispiel? Da bin ich nicht da. Dann morgen. Bin ich auch nicht da. Warum tun Sie mir das an? Weil ich Sie nicht leiden kann. Ja, wir machen ja schon. Wie bitte? Ramona und ich. Das dauert halt. Ja, danke. War wirklich wichtig. Ja. Georg? Ich hätte mir den Weg ja auch sparen können. Irgendwie helfen. Obwohl, Sie sehen nicht unbedingt so aus, als bräuchten Sie... Krimi. Welche Überraschung. Und dann auch noch Poe. Wird ja kaum noch gelesen heutzutage. Schade eigentlich. Ja, Wilsberg glaubt, dass er mit einem seiner alten Schinken irgendwann mal einen Fall lösen wird. So blöd muss man erst mal sein. Ein behinderter Einbrecher ist ungefähr so effektiv wie ein einbeiniger Stepptänzer. Tja, so kann man.
kann man nicht irren. Dr. Haus! Dass sie gehen können, wusste ich. Aber dass sie auf so einen billigen Trick reinfallen, das war mir nicht klar. Heißt das etwa, du wusstest die ganze Zeit, dass... Ach, später, Alex. Wissen Sie, wie viele arbeitslose Germanisten es gibt? Ohne die Behinderung hätte ich niemals einen Job gekriegt. Ja, Schwerbehinderte wären bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Ihm hätte sogar ein Zivi zugestanden. Wie haben Sie es rausgekriegt? Sie haben beim Finanzamt keine Kosten für Ihre Behinderung geltend gemacht. Niemand schenkt dem Finanzamt was. Blödsinn. Sie sind in Kaisers Haus eingebrochen und haben Marie niedergeschlagen, als sie überrascht hat. Das war ich nicht. Das sollen wir Ihnen jetzt glauben. Kaiser wollte Ihr Buch unter seinem Namen veröffentlichen. Hätte ihm natürlich reichlich Pluspunkte gebracht bei der Wahl zum Dekan. Ich habe die ganze Arbeit gemacht für diesen Drecksack. Dass er dafür jetzt auch noch die Lorbeeren kassiert. Das war zu viel. Ist doch ein prima Motiv für einen Mord. Wofür so eine Krücke doch alles Gutes. Ich habe ein Gut bei dir. Schönen Abend. Wir haben Wolfgang Kohlmann festgenommen. Das Projektil, mit dem Kaiser erschossen wurde, stammt aus Kohlmanns Gewehr. Dank Ihnen haben wir nun zwei Täter. Dann ist die Chance größer, dass Sie wenigstens einen fassen. Oberbeck. Georg, Ramona und ich, ganz geschafft. Wurde ja auch Zeit. Wie war's denn? Wir haben die Masematte-Texte für dich übersetzt. Und? Hilft dir das weiter? Weiß ich doch jetzt noch nicht. Ich habe übrigens rausgefunden, dass Warnhold keinen Herzinfarkt hatte. Woher? Ich hab's an meine Quellen. Schablonentechnik. Ja, Tag. Das könnte ich an. Klär mir das mal aus für ein paar Tage, ist wichtig. Was? Komm schnell, ich muss dir was zeigen. Mir dann zeigen? Du stehst auch auf Schüttelreime, oder? Ja, und? Ich hätte noch einen. Als der Leibesriese ging auf Liebesreise, sprach er, reib es Liese und sie rieb es leise. Was machst du da? Ich genieße deinen Kurantentokus. Warte mal. Was ist denn? Was denn? Ich glaube, ich weiß, von wo auf Kaiser geschossen wurde. Von hier. Jetzt geh schon ran. Ich suche Phil 20KA1. Wir sind der Erste, der danach fragt. Phil 20KA1 hat noch nie jemand ausgeliehen. Ist im Handapparat von Professor Kaiser. Wo finde ich diesen Handapparat? In Kaisers Büro.
Räumst du hier auf? Oder ist das ein neues Forschungsprojekt? Ich suche ein Buch für mein Seminar. Pass auf, dass du nicht noch einen Herzinfarkt kriegst. Ich kann dir helfen. Suchst du vielleicht das hier? Kennst du die? Nee. Soll ich mal vorlesen? Was willst du denn dafür? Ich bin vielleicht ab und an blöd, aber ich bin nicht käuflich. Kann es sein, dass du ein Problem hast, kein Anwalt mehr zu sein? Jetzt ist aus dem einzigen spektakulären Fall meiner Karriere gar keiner geworden. Ich hab dir vertraut und du hast mich schamlos ausgenutzt. Ich war's nicht, Georg. Einer der Terroristen hat eine Aussage gemacht, als er in die DDR rüber ist. Willst du das jetzt alles wieder aufrollen? Hört das denn nie auf? Gib's doch zu, du warst beim Überfall auf das Waffendepot dabei. Du hast den Wachmann erschossen. Das stimmt nicht. Kaiser hat dich damit erpresst. Deswegen bist du als Leiter des Instituts zurückgetreten. Du hattest nie einen Herzinfarkt. Er wollte mich fertig machen. Ich bin der bessere Wissenschaftler. Und ausgerechnet Kaiser dekodiert diese Aussage. Sowas nennt man dumm gelaufen. Da liegt belastendes Beweismaterial direkt vor deiner Nase. Die Dekodierschablone lacht dich jedes Mal an, wenn du zur Arbeit gehst. Das Buch, in dem die Akte verborgen war, steht im Büro nebenan. Es ist wie bei Poe. Da lag der verschwundene Brief offen auf dem Schreibtisch des Diebes. Nur hätte dort nie jemand danach gesucht. Ich habe Kaiser nicht umgebracht. Hallo. Frau Springer hat gesagt, dass das Büro wieder freigegeben ist. Die Polizei hat ja jetzt zwei Täter. Ich wollte Günthers Privatsachen holen. Sein Nachfolger braucht das Büro. Ihr müsst mich entschuldigen, ich habe eine Vorlesung. Georg, dass ich an dem Morgen verschwunden bin, das hatte nichts mit dir zu tun. Barnold hat einen Mann umgebracht. Weißt du noch nicht wie? Sie haben sich Kohlmanns Gewehr besorgt, damit der Verdacht auf ihn fällt. Marie haben Sie getötet mit dem Gewehr, das aus dem Waffendepot stammte. Und mit diesem Gewehr haben Sie auch den Wachmann erschossen.
Sie wollten Wilsberg treffen. Dann wäre ihr Geheimnis nie entdeckt worden. Nicht angerufen. Wenn Sie froh, dass Frau Kaiser die Polizei nicht gerufen hat. Das ist das Haus meines Vaters. Ich habe die Schlüssel. Dann geben Sie mal her. Den Schlüssel. Wo ist es? Was suchst du eigentlich? Das Testament, ich kann nur tausend, die Sparbücher liegen im Safe. Es gehört mir. Also hol ich's mir auch. Dahlin einen guten Start nach seiner Promotion garantieren. Aber als Günther herausfand, dass Dahlin schon seit 8 Jahren promoviert und nicht fertig wird, hat er ihm das Geld vorenthalten. Also kein gutes Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Dahlin sollte immer Günthers Erwartungen entsprechen und hat es nie geschafft. Sag mal, ist das normal, dass der so kläfft? Das ist der Hund der Nachbarn. Ich fühle mich viel sicherer, seit sie da sind. Geh dann mal. Können Sie nicht draußen mal nachschauen? Daniel wird bestimmt heute nicht wiederkommen. Bitte bleiben Sie. Haben Sie eine Taschenlampe? Du bist ein... Und wieso der... Schrei mich nicht so an! Halt die Fresse! Danke für deinen Anruf. Der Dicke hätte mich fast erwischt. Warum hast du mich denn nicht angerufen? Wie denn? Zieh mich da bloß nicht mehr rein. Verehrte, Sie hängen da genauso drin wie ich. Ich hänge gar nichts drin. Daniel, Sohn aus erster Ehe. Guck doch mal nach, ob du über den was rausfindest. Bist du in London? Quatsch! Ist Radio, ein Hörspiel. Edgar Wallace. Guck doch mal ins Vorlesungsverzeichnis. Ich weiß nicht, wo das morgen stattfindet. Das soll ich bei dir liegen lassen? Sehe ich hier auch nicht. Hast du irgendwo anders liegen lassen? Tschüss, Ecki. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich kann nicht schlafen. Ich auch nicht.
Darf ich? Bitte. Das komische Platz, hier allein zu sein. Stört Sie doch nicht, wenn ich hier bei Ihnen bleibe. Sie bezahlen mich ja. Sie bleiben hier, ja? Ja. Sine tempore. Barnard schießt die Tür ab, wenn man zu spät kommt. Ich dachte, Vorlesungen fangen immer später an. Wenn überhaupt. Dann heißt es CT, cum tempore. Das akademische Viertel. Ja, und sine tempore heißt pünktlich. Bist du überhaupt Student? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Zweiter Bildungsweg. Ich musste vorher arbeiten, um die Studiengebühren zu... Gehen wir was trinken? Einen Kaffee? Aber du zahlst. Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Heiß. Und wie fühlen Sie sich nach so einer Nacht auf dem Sessel? Ich könnte Bäume ausreißen, vorausgesetzt ein Sturm hat Sie vor Augen geknickt. Kann ich irgendwo duschen? Also, womit überrascht du mich jetzt? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ich ermittle privat. Ah, so nennt man das jetzt. Früher nannte man das Anbagger. Meine Detektei hat den Auftrag, den Mörder von Professor Kaiser zu finden. Ja, ich will auch, dass das Schwein gefasst wird. Ja, besonders gründlicher Detektiv scheinst du ja nicht zu sein. Du weißt nicht, wer ich bin. Oder? Ich war die Letzte, die Professor Kaiser gesehen hat. Lebend gesehen hat, meine ich. Ach so, dann bist du die mit dem, ja. Der Kaiser in ja. Seinem Büro? Privatermittler. Das Hemd. Die Knöpfe. Mein lieber Overbeck, wenn man Ihre Brusthaarperücke sehen soll, dann müssen die drei oberen Knöpfe geöffnet sein. Das war ein Scherz, Overbeck. Was soll das werden? CSI oder was? Sie waren mit einem gewissen Bruno am Aasee spazieren? Ja. Und dieser Bruno ist Ihr Alibi. Es hat uns doch sicher jemand Gassi gehen sehen. Bruno ist ein Hund? Ich kann meine Socken nicht finden. Was? Meine Socken. Ich habe ihn gebeten, hier zu übernachten, weil gestern eingebrochen wurde. Ach. Und warum erfahre ich... Eine 24-Stunden-Überwachung wäre denkbar, kostet aber.
Nachts müssen Sie ihn ja nicht überwachen. Da ist er meistens zu Hause. Es geht mir darum, was er an der Uni so treibt. Ein angenehmer Leben. Haben Sie sich Ihr Leben so eingerichtet? Ich kenne Frauen, die bereuen es inzwischen, die Wahrheit erfahren zu haben. Es gibt dann keinen Weg mehr zurück. Das mag sein. Aber ich will die Wahrheit. Ich war schon auf dem Weg in den Urlaub, als mich dein Anruf ereilte. Urlaub? Was ist das? Sehr witzig. Was treibst du eigentlich hier? Blow Up. Ferkel. Ich meine den Film. Antonioni. Ich habe den Mord quasi dokumentiert. Hat sie was gesehen? Nein. Sie hatte die Augen geschlossen. Sie kam wohl gerade. Keine Details, aber weg. Sie heißt Ramona Lee. Hat wohl bei ihm studiert. Die andere Frau auf den Fotos ist Kaisers Assistentin, Frau Dr. Kohlmann. Die Spurensicherung sagt, dass... Ich lese deinen Bericht, danke. Anna, so kenne ich dich gar nicht. Brauchst wirklich Urlaub? Oh ja. Aber der ist jetzt gestrichen, jetzt zu dir. Warum machst du Fotos? Weshalb? Marie Kaiser hatte den Verdacht, dass ihr Gatte es mit der ehelichen Treue nicht so genau nimmt. Aha. Und gerade als der Privatdetektiv abdrückt, geschieht ein Mord. Anna, ich war's aber nicht. Wer weiß? Vielleicht bist du Komplize in einem Mordkomplott, vielleicht ohne es zu wissen. Anna, Frau Kaiser wollte, dass ich die ähnliche Träume... Gib mir mal die Adresse von deiner Marie Kaiser. Ich will dabei sein, wenn sie es erfährt. Oh nein, du gibst mir die Adresse. Die Hausnummer 123 kommt nicht mehr. Verdammte Scheiße, die Ratte Wilsberg hat uns die falsche Adresse gegeben. Haben Sie die Fotos? Das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Im Film kommt immer die Polizei, um solche Nachrichten zu überbringen. Im richtigen Leben eigentlich auch. Nur die ermittelnde Kommissarin ist leider verhindert. Na warte, Kirk. Na warte. Frau Schickermann, der Laden ist geschlossen. Wieso? Du bist doch da. Ja, nein. Der Laden öffnet immer erst mittags. Kein Wunder, dass hier alles im Bach runtergeht bei der Arbeitsmoral. Wir waren früher schon bei so einem Aufhang auf dem Bein. Ja, sehen Sie mich nicht so an, das ist ja nicht meiner. Naja, man darf dem Nachbarn gern die Blumen gießen. Aber wenn ich mal was brauche... Bitte. Ich hatte gehofft, Sie bringen gute Nachrichten. Was wäre eine gute Nachricht gewesen? Dass ich die Einzige bin. Er war in den ersten Jahren ein guter Ehemann. Überhaupt ein guter Mensch. Haben leider nicht alle so gesehen. Irgendwann hat er mehr Zeit an der Uni verbracht als zu Hause. Vielleicht habe ich auch zu sehr geklammert. Wer könnte denn Interesse daran haben? Niemand. Vielleicht ein Ehemann einer seiner... Geliebten? Sprechen Sie es ruhig aus. Kollegen. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Nein. Müssen Sie schon los? Ja, leider. Kann ich hinten raus? Sag, was du suchst, Ida. Mein Schwager kommt zu Besuch und ich habe gedacht, ich suche ihm ein Lexikon mit Masse-Mathe. Was für eine Mathe? Alter Münsteraner Dialekt, hat mein Vater noch gesprochen. War eine alte Händler- und Gaunersprache und dein Vater war beides. Habt ihr sowas? Ich schau mal. Tufte Strego.
Curanta Tokus. Muss ich das verstehen? Sind das jetzt Freudentränen? Ja? Sind wir jetzt endlich am Ziel? Das sollte ich dich fragen. Ich habe keinen Krüppelbonus, Herr Kollege. Sie sollten sich was schämen, ja? Der Professor ist gerade ermordet worden und Sie zanken sich um seine Nachfolge. Pietätlos nenne ich sowas. Was ist denn hier los? Der Professor Kaiser ist erschossen worden. Sein Büro. Der Kaiser? Erschossen? Weiß man, wer es war? Das kann nicht sein. Ich habe doch gestern noch... Das Büro ist versiegelt. Das heißt, da kann man jetzt nicht rein? Genau das geht nicht. Da sind wichtige Sachen von mir drin. Meine Habilitationsschrift ist da drin. Sorgen Sie dafür, dass Kaisers Büro wieder zugänglich wird. Ja. Sorgen Sie mal dafür. Tun Sie mal irgendwas Vernünftiges, anstatt hier rumzuflennen. Kann jemand von euch Masematte? Nee. Ein paar Wörter. Curanta Tokus? Ja. Ja, und? Sag ich dir, wenn du fertig bist mit Einräumen. Ich sag dir auch mal was. Ich hab's satt, dich ständig vertreten zu müssen. Gestern ist meine gesamte Mittagspause draufgegangen. Haben Beamte nicht immer Mittagspause? Ein guter Witz. Da kenne ich auch einen. Also, passt auf, treffen sich zwei Beamte auf dem Flur. Heike, hör auf! Na, endlich. Wurde ja auch mal Zeit. Der entwendete Brief. Tolle Geschichte. Was? Poe. Ah, Poe der Bär. Irre witzig. Eine betrogene Ehefrau rächt sich an ihrem Mann. Dazu muss man kein Oberstaatsanwalt sein, um sich daraus eine erstklassige Mordanklage zu bauen. Georg, Frau Kaiser hat dich engagiert, damit du ihr ein Alibi beschaffst. Alex, das wäre doch blöd. Sie zahlt mir Geld, ich fotografiere die letzten Minuten ihres Mannes. Damit hat sie noch immer kein Alibi. Nein, aber das macht sie zu einer glaubwürdigen Witwe. Alex. Und wie sieht sie aus? Brünett? Alex. Schlank, elegant? Dein Beuteschema? Alex. Was denn? Hallo. Tag. Frau Springer hat mich ins Präsidium bestellt. Denkt sie auch, ich hätte? Sie sind die klassische WMM. Witwe mit Motiv. Ach so. Was soll ich tun? Sie dürfen auf keinen Fall allein aussagen. Sie müssen einen Anwalt mitnehmen. Ich kenne keinen Anwalt. Darf ich vorstellen? Alex Holtkamp, Ihre Anwältin. Hättest mich wenigstens mal fragen können. Wenn es so ernst ist, wie Sie sagen, sollte dann nicht auch die Auswahl meines Anwaltes sorgfältig geprüft werden? Sie ist die Beste, die Sie finden können. Sie ist wirklich gut. Außerdem bin ich ja auch noch da. Er war auch mal ein guter Anwalt. Sie waren? Er hat seine Zulassung verloren. Er ist ein absolutes Dreamteam. Da bin ich aber froh, dass Sie kommen und nicht Ihre Kollegin Springer. Mir fehlt das nötige Feingefühl, das können Sie gerne ausrichten. Ja, ich werde es weiter sagen. Käffchen? Gerne. Für mich ist der Professor nicht tot, wissen Sie? Für mich sind die Menschen erst tot, wenn man sie vergisst. Milch? Nee, danke. Haben Sie denn schon den Mörder? Oder einen Verdacht? Leider nicht. Die Studenten haben ihn geliebt. Ja, offensichtlich. Dummerweise wurden sie dabei unterbrochen. Da kann ja der Professor nichts dafür. Wissen Sie, die jungen Mädchen, die haben sich ihm regelrecht an die Brust geworfen. Ja, und er hat sie an dieselbe gegriffen. Ihnen auch. Das war rein platonisch. Professionell. Der Professor hat immer gesagt, Frau Holtkrebe, wenn ich Sie hier nicht hätte, dann würde Wie hat er sich denn mit seinem Kollegen Professor Warnhold verstanden? Professor Warnhold, da sage ich nichts. Das ist auch mein Chef, wissen Sie. Diener zweier Herren, wenn Sie verstehen. Naja, aber mal unter uns. Also, Professor Warnhold hat Kaisers Beschäftigung mit Geheimsprachen als Orchideenforschung bezeichnet. Dabei hat Kaiser sogar geholfen, Stasi-Akten zu dekodieren. In Berlin, bei der Böttler-Behörde. Das ist doch alles andere als nutzlos, oder? Ja. Dann haben sich beide auch auf dieselbe Dekanstelle beworben. Und wir wissen ja, wie die Männer sind. Dann hat der eine mit dem anderen. Morgen. Morgen. Müssen wir die Hausarbeiten jetzt eigentlich noch schreiben, jetzt wo der... Natürlich, alles bleibt, wie es war. Ja, die Semesterarbeit wird entweder von Frau Dr. Kohlmann oder von Dr. Haus benotet.
Und was mit den Hausarbeiten, die der Professor schon benotet hat, die liegen doch noch in seinem Büro. Kann man da ran? Vorläufig erstmal nicht. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Professor Kaiser war wohl nicht leicht zu beeindrucken. Ist das Masse-Mathe? Mhm. Sieht schwer aus. Vielleicht hatten es nur die Studenten mit den großen Ohren. Das ist eine Unverschämtheit. Wo finde ich den Dr. Haus? Hier gleich das nächste Zimmer. Dr. Haus? Genau der. Aber bitte keine blöden Kommentare wegen der Namensgleichheit mit diesem Fernsehdoktor. Ich gebe schon ein bisschen länger als den. Ich habe gar keinen Fernseher. Er spricht für Sie. Womit kann ich dienen? Mein Name ist Wilsberg. Georg Wilsberg. Ach, dann sind Sie die Münsteraner Antwort auf Miss Marple? Marie hat mir von Ihnen erzählt. Gerade mit ihr telefoniert, um ihr mein Beileid zu bekunden. Ja, gaffen Sie nur. Meine Eltern gehörten auch zu den Trotteln, die dachten, Schluckimpfung ist grausam. Kinderlähmung süß. Tut mir leid. Wofür? Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. In 5 Minuten fängt meine Vorlesung an. Können Sie mir sagen, wie Ihr Verhältnis zu Kaiser war? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Warum nicht? Um Sie was zu verbergen? Kaiser war mein Doktorvater. Ich war kurz davor, bei ihm zu habilitieren. Es geht um eine Übersicht der Geheimsprachen, insbesondere Masse-Mathe. Moloch mir am Tokus, Schoffel Mispel. Dich verkose mal zucklich am Ende. Maschmau. Du palaverst Masse-Mathe? Naja, mehr ist es eigentlich nicht. Wo waren Sie denn zur Tatzeit? Wann hat denn der Kaiser abgedankt? 9.48 Uhr. Ich war um 10 mit Viola verabredet. Wir wollten ein fachübergreifendes Seminar besprechen. Und? Sie kam wie immer 5 Minuten zu spät. Das Gespräch kam dann nicht mehr richtig in Gang, weil... Weil bekannt wurde, dass Kaiser umgebracht wurde. Die Rehabilitation können Sie ja jetzt vergessen. Es wird schwer, einen neuen Professor zu finden. Einen, der sich auskennt mit meinem Thema. Zum Glück hat der Kaiser die Erstkorrektur schon gemacht. Sind Sie dieser Wilsberg? In persona. Dann haben Sie die Fotos von mir und Kaiser gemacht. Du hast ihn mal wieder reingelassen? Wie nett von dir. Sie müssen die Fotos vernichten. Tut mir leid, die Kripo hat die Kamera beschlagnahmt. Immerhin ist sie da in sicheren Händen, nicht wahr? Oder etwa nicht? Halt die Klappe! Sie besorgen mir die Fotos jedenfalls. Schauen wir mal. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Tag. Kennen wir uns nicht? Wieso? Frau Dr. Kohlmann, wie Sie wissen, übernehme ich wieder die Leitung des Fachbereichs. Kommen Sie heute noch in mein Büro, damit wir die Vorlesungen der nächsten Tage planen. Ja, in Ordnung. Übrigens, den oberen Knopf können Sie gerne schließen. Bei mir werden Sie nach Leistung in Forschung und Lehre bewertet, nicht nach Oberweite. Professor Warnhold? Ja, mein neuer Chef. Der Kaiser war Chef des Instituts. Ja, Warnhold ist vor 2 Jahren zurückgetreten. Warum? Keine Ahnung, das war vor meiner Zeit. Aber warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil ich so ein charmanter Kerl bin. Warnhold hat also keinen Grund, seinen Konkurrenten auszuschalten. Kaiser hätte Warnhold töten müssen. Andersherum macht das keinen Sinn. Warum macht so eine intelligente Frau wie Sie sowas mit, diese Grabschereien? Kaiser wollte mir helfen, eine C4-Professur in Leipzig zu bekommen. Was hätte ich denn tun sollen? Zur Frauenbeauftragten gehen, die Professur einklagen, den Typen fertig machen. Aha. Und dann? Kaiser hätte im besten Fall eine Abmahnung bekommen und ich eine Versetzung ins Archiv. Okay, überzeugt. Sie waren gezwungen, sich begraben zu lassen. Ich hab's eben gemacht wie bei den Bruno-Affen. Da legen sich die Weibchen auf den Rücken und lassen sich vögeln, wenn die Männchen aggressiv werden. Jetzt gucken Sie doch nicht entsetzt. Sie wissen doch, gute Mädchen kommen in den Himmel. Und Sie sind ein böses Mädchen. Ich hab Kaiser nicht ermordet. Wo waren Sie denn, als er erschossen wurde? Das fragen Sie mich. Sie haben mich doch fotografiert. Aber danach. Dr. Haus sagt, zur Verabredung sind Sie zu spät gekommen. Genug Zeit, um ihn zu töten? Das ist absurd. Ich war in meinem Büro. Gibt's dafür Zeugen? Wegen Grabschereien bringt man noch lange niemanden um. Sie haben doch jetzt die Qual der Wahl. Eine freie Professur hier, eine in Leipzig. Dr. Haus wird davon erst jetzt? Weil es kein Einbruch war. Es war Daniel Kaiser, der Sohn aus erster Ehe. Und der hatte einen Schlüssel zum Haus. Weißt du, wie du mir vorkommst? Nein, aber du wirst es mir sicher gleich sagen, obwohl ich es nicht hören will. Wie ein dirty old man. Anna, mit Eifersucht kommen wir auch nicht weiter. Chef? Ich hab ihn.
Jetzt schauen Sie nicht so. Ich dachte, es sieht dumm aus, wenn ich sage, dass ich zur Tatzeit allein war. Soll ich Ihnen sagen, was noch viel dümmer aussieht? Bei einer Lüge erwischt zu werden. Tut mir leid. Der Hund des Nachbarn. Ist doch klar, dass das rauskommt. Oh, wahrscheinlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Jahren täglich erwartet. Wollen wir uns nicht duzen? Nach der gemeinsam verbrachten Nacht? Marie. Wo ist denn für kleine Jungs? Georg? Es ist nicht meine Art, gleich zu Männern aufs Sofa zu steigen. Beim nächsten Mal schmeiße ich dich runter. Du warst nicht zu Hause, da dachte ich, ich schaue mal bei Frau Kaiser vorbei. Jetzt würde ich ihn gern umbringen, meinen Mann. Oder sagt mein Ex-Mann? Jetzt weiß ich meine Mutter, meine Freunde, die Nachbarn. Jetzt wird jedes Einkaufen zum Spießrutenlauf. Ich werde eine einstweilige Verfügung beantragen. Die werden kein einziges Foto mehr veröffentlichen. Wie viel kannst du denn bei den Zeitungsfritzen ranschlagen? 3000 Euro aufwärts. Du hast den Auftrag. Hast du bei ihr übernachtet? Pass auf den Verkehr auf. Du hast. Ja, aber ist nichts gelaufen. Sie hatte nur Angst, wollte nicht allein bleiben. Mensch, Georg, eine intime Beziehung zwischen dir und ihr würde unsere Rechtsposition schwächen. Sehr schön formuliert. Haben wir aber nicht. Also ich meine, wir haben unsere Rechtsposition nicht geschwächt. Sie steht unter Tatverdacht, unter dringendem Tatverdacht. Aber nur, weil Anna keinen Plan hat, wo sie suchen soll. Mach dich doch nicht lächerlich. Der Einzige, der ihr Alibi wirklich bezeugen kann, ist dein Hund. Dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, sei Sünde. Der Hund ist mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Franz von Assisi. Mhm. Und du dackelst ihr nach wie ein treuer Köter. Mensch, als ihre Anwältin solltest du auf ihrer Seite stehen. Als ihre Ex-Anwältin, aber nicht. Warnhold war übrigens auch mal eine kleine Berühmtheit, 85. Er war angeklagt, in einer radikalen Gruppe ein Waffendepot überfallen zu haben. Wachmann wurde dabei erschossen. Warnhold war bei der RAF? Damals hieß er noch Dieter Merkens. Woher weißt du das? Ich habe ihn verteidigt. Ach Gott, sag nicht, du hast ihn da rausgehauen. Der radikale Kern der Roten Zellen hat ihn als Bauernopfer benutzt. Ich konnte nachweisen, dass er nicht da war. Dann hast du ja tatsächlich im Leben mal was Gutes bewirkt. Wie viel hat die Zeitung für das Foto bezahlt? Nun markier hier mal nicht den starken Mann. Wer sagt mir denn, dass nicht du die Bilder an die Zeitung verkauft hast? Wie denn? Sie haben seine Kamera beschlagnahmt. Schon vergessen? Er hätte Kopien machen können. Na, wie denn das? Zweite Speicherkarte. Ich weiß nicht mal, wie man das buchstabiert. Ja, schon gut, schon gut. Ich werde die Angelegenheit mit aller Härte verfolgen. Zufrieden? Na, wie war die Vorlesung? Sine tempore. Hast du wieder verschlafen? Ramona war auch zu spät und deshalb haben wir... Was? Geredet. Schön für euch. Sag mal, die Ramona, die unter Kaiser gelegen hat? Ja. Ecki. Sie will mir bei den Ermittlungen helfen, schon aus eigenem Interesse. Georg, die hat heißes Blut. Die mag Abenteuer. Ecki, jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Was hat ein Finanzamt mit Abenteuer zu tun? Wahrscheinlich hast du erzählt, du bist Privatdetektiv und mit den Ermittlungen beauftragt. Ramona ist vor 3 Wochen in Flagranti erwischt worden mit Kaiser. Von Marie. Das hat sie dir nicht erzählt, oder? Das war also der Grund, warum du dich engagiert hast. Günther hatte mir versprochen, mit Ramona Schluss zu machen. Und ich habe ihm nicht mehr vertraut, diesem Marie, Schwein. Marie, du hast mich angelogen. Georg, als ich dich engagiert habe, warst du nur ein einfacher Privatdetektiv für mich, dem ich keine privaten Einzelheiten erzählen wollte. Hätte ich gewusst, dass Günther ermordet wird, dann... Ja? Ich wurde von Anfang an verdächtigt. Ich wollte nicht noch Öl ins Feuer gießen. Aber dass Ramona irgendwann quatschen wird, das hättest du dir doch denken können. Daran siehst du doch, wie schlecht ich lüge. Ich habe ihn nicht ermordet. Wir müssen es Anna sagen, bevor sie von selbst drauf kommt. Sonst landest du in U-Haft. Kaiser? Guten Tag, ich möchte gerne Herrn Wilsberg sprechen. Ja, Moment bitte.
Wilsberg. Der Assistent hat mir gesagt, wo ich Sie finden kann. Und weiter? Ich habe Informationen für Sie, die Sie sehr interessieren werden. Na ja, raus damit! Ich erwarte Sie in einer halben Stunde am Fenner-Moor. Von dort geht in nördlicher Richtung ein Fußweg, dem folgen Sie. Der Knabe sprach, der König lief. Kaisers Nachfolger. Der ist noch nicht habilitiert im Gegensatz zu Ihnen. Aber so gut wie. Aber das alles ist im Moment zweitrangig. Ach. Bitte. Bitte, ich muss die Fotos haben. Mein Mann lässt sich scheiden, wenn er davon erfährt. Mann, Georg! Männer haben grundsätzlich ein miserables Timing. Tut mir leid. Wollen Sie überhaupt aussagen? Natürlich. Ich habe nichts zu verbergen. Und Sie bleiben bei der Version von gestern? Das ist die Wahrheit. Gut, dann erzählen Sie sie genauso. Versuchen Sie, keine Abweichung zuzulassen und vermeiden Sie unnötige Ausschmückung. Und wenn Sie unsicher sind, erbitten Sie eine Auszeit. Keine Antwort ist besser als eine falsche. Bisher ist das nur eine Zeugenbefragung. Da sind Sie zur Wahrheit verpflichtet. Als Beschuldigte dürfen Sie die Aussage verweigern. Sollte das eintreten, muss Frau Springer Ihnen das mitteilen. Einmal los. Ich möchte das hinter mich bringen. Frau Kaiser, besitzen Sie eigentlich eine Waffe? Alex, was soll denn das? Antworten Sie mir bitte. Nein, natürlich nicht. Tut mir leid. Aber es ist, wie ich gesagt habe, Frau Holtkamp ist immer so gründlich. Wir haben eigentlich keine Delegation einbestellt. Bitte sehr. Ich vertrete Frau Kaiser. Sie sollte sich besser die Beine vertreten. Aber Overbeck, sie ist Anwältin. Und der da? Ich bin ihr juristischer Berater. So. Wenn du mir noch einmal eine falsche Adresse gibst, dann... 31. Oktober, 11.30 Uhr, Vernehmung der Zeugin Marie Kaiser im Mordfall Günther Kaiser. Sie waren also die zweite Ehefrau von Günther Kaiser. Wissen Sie was von seiner ersten? Nein, ich habe sie nur einmal gesehen vor Jahren. Ich kannte nur Daniel, den Sohn aus dieser Verbindung. Haben Sie Kontakt zu ihm? Hat dem Mann ein Testament hinterlassen? Ich denke schon. Sie müssen sich also um Ihre finanzielle Zukunft keine Sorgen machen. Fangen wir hier an, meiner Mandantin irgendetwas zu unterstellen? Ich habe noch nicht mit dem Notar gesprochen. Nächste Frage, bitte. Wussten Sie von den Eskapaden Ihres Mannes? Nein. Lauter, bitte. Ich hatte eine Ahnung. Wussten Sie es oder wussten Sie es nicht? Nein. Aber wir wissen, dass Ihr Mann Sie nicht nur mit einer Studentin betrogen hat. Anna, ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Ich habe mich auch nicht gefragt. Haben Sie auch jemanden kennengelernt? Nein, das habe ich nicht. Wo waren Sie zur Tatzeit? Anna, du machst es dir wieder mal sehr, sehr einfach.
Also? Ich war mit Bruno am Aasee. Wer ist jetzt bitte Bruno? Moment mal, sie wurde als Zeugin geladen. Jetzt gilt sie schon als Beschuldigte. Wir brechen hier ab. Eine Frage noch. Wir gehen. Du gehst. Frau Kaiser, bleib. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Schluss! Ich danke Ihnen, Herr Wilsberg. Ich glaube, ich komme jetzt allein zurecht. Sie haben mich für eine Woche bezahlt. Ich habe nur ein paar Tage für Sie gearbeitet. Das geht schon in Ordnung. Und Sie schicken die Rechnung? Auf Wiedersehen, Herr Wilsberg. Jetzt fang bloß keinen Streit an. Hey, Kindergeburtstag? Viel schlimmer. Ich habe meiner Nachbarin, Frau Schickermann, das Masse-Mathe-Lexikon geliefert und schnapp saß ich in der Falle. Geschieht dir recht, hast du sowieso zu billig verkauft. Georg, da saßen gerade 1000 Jahre Krankengeschichte und ich durfte noch alle nach Hause fahren. Das macht dir doch nichts aus, oder, Ecki? 10 Touren, über ganz Münster verteilt. Wusstest du eigentlich, dass Germanistik zu 80% von Frauen studiert wird? Wen interessiert das denn? Du kannst für mich das recherchieren an der Uni, undercover. Wann denn? Ich arbeite übrigens auch noch, schon vergessen. Ich brauche deine Hilfe. Alex hat gesagt, Marie Kaiser ist es gewesen. Marie hat überhaupt keinen Vorteil durch den Tod ihres Mannes. Ja, wer sonst? Dr. Haus wird seine Professur erben. Aber wie soll er die Tat begangen haben? Der ist behindert. Wie, so wie der im Fernsehen? Quatsch! Ja, und sonst? Die zweite Assistentin, Dr. Kohlmann, ist Dr. Haus Alibi und lässt sich von Kaiser begrapschen, angeblich um ihre Stelle zu sichern. Auf mich macht sie einen sehr ehrgeizigen Eindruck. Und dann bleibt da noch Professor Warnhold. Ich kenne den. Ich zermarter mir die ganze Zeit das Gehirn, aber der Name sagt mir nichts. Ja, daran wird sich heute auch nichts mehr ändern. Kommst du mit ins Kino? Die zeigen heute Peeping Tom. Das wäre doch was für dich, oder? Geh lieber früh schlafen. Du hörst morgen deutsche Kurzepik des späten Mittelalters, die Spur von Liebe und Gewalt, 7 Uhr. Bei der Uhrzeit sehe ich keine Spur von Liebe. Dann lieber Paradigmen der Literatur des Biedermeier, 9 Uhr. Das macht ja auch dieser Warnhold. Eben. 9 Uhr ST. Sine tempore. Schon klar. Sie an, Dieter Mertens. Dachte ich mir doch, dass du noch drauf kommst. An der Uni weiß niemand von meiner Vergangenheit. Deshalb habe ich auch den Namen meiner Frau angenommen. Und Dieter Mertens war Geschichte. Ich wollte dieses Kapitel ein für alle Mal beenden. Tut mir leid, dass ich mich nie mehr gemeldet habe. Ich war noch nie der beste Freund meiner ehemaligen Mandanten. Vor allem nicht, wenn es Mitglieder einer terroristischen Vereinigung waren. Mitläufer, das habe ich amtlich dank deiner Hilfe. Ich erinnere mich noch an dein Plädoyer. Dann war der Spuk endlich vorbei. Wie lebt sich's denn so? Du warst ein verflucht guter Anwalt. Ja, war. Und wie war Kaiser? Eitel, unbelehrbar, charismatisch. Anscheinend hat er polarisiert und die Sekretärin fand ihn herausragend. Aha. Kaiser wusste im Grunde, dass er unkündbar ist. So hat er sich verhalten. Warum hat ihn keine der Frauen angezeigt? Ach komm. Wir leben im 21. Jahrhundert. Hat Clinton das Oral Office geschadet? Männer bewundern Männer für ihr Testosteron. Viola Kohlmann. Die fand ihn nicht so beeindruckend. Die hohe Arbeitslosigkeit unter Germanisten arbeitet zu jemand wie Kaiser natürlich zu. Viola wollte über Kaiser einen Job. Ist das wahrscheinlich? Nein, das ist naiv. Ich sag's dir ehrlich, Kaiser ist kein Verlust für die Uni, weder fachlich noch menschlich. Zahlen bitte. Ja. Ich bin's, Marie Kaiser. Da sind Geräusche im Haus. Ich hab Angst. Wo sind Sie? Vor dem Haus auf der Straße. Warten Sie dort, ich komme. Thank you.
froh, dass Sie da sind. Ist alles in Ordnung? Ja. Geben Sie mir einen Schlüssel. Bitte. Suchen Sie was? Was wollen Sie denn? Daniel, wieso hast du denn...